Cuffs Blaster haben wir abgelegt. Der hat Schaden 2 bis 7 und der Ionenblaster 1 bis 4 und ist besonders effektiv gegen Druiden. Wo ist denn das Blastergewehr? Hat 1 bis 8. Bis 8, das ist natürlich böse. Das geben wir dem mal in die Hand. So. Ach, jetzt spiele ich den auch. So, mit der neuen Kleidung. Was ist denn hier passiert? Ach, das war ja der Alien. Oh, verdammt. Ja. Kein Problem. Wie gesagt, wir werden nicht nur böse Handlungen machen. Wir werden auch gucken, dass wir ab und zu mal ein bisschen, ja, sag ich mal, mit den Leuten auch auskommen. Ich weiß auch nicht, ob man mit nur bösen Taten manche Nebenmissionen bekommt. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Weiß ich nicht genau. Ihr könnt nicht einfach bei anderen Leuten einbrechen. Ich sehe mich hier nur um, ob sich etwas zum Stehen lohnt. Wenn ihr mir nicht in die Quere kommt, passiert euch auch nichts. Nee, da. Es tut mir leid, ich habe mich nur in der Gegend umgesehen. Ja, das ist keine Entschuldigung. Ihr könnt nicht einfach so aus Neugier in anderer Leute Wohnungen eindringen. Und ob ich das kann. Aber zumindest seid ihr höflicher als dieses Schwein Holden. Holden, bloß einer ist von das? Davigs Leuten, der seine Pfoten nicht bei sich behalten kann. Aber als Dankeschön hat er jetzt eine fette Narbe von meiner Vipro-Klinge. Schade nur, dass ich immer noch die Leidtragende bin. Was wollt ihr damit sagen? Ich will nicht darüber reden. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Außerdem weiß ich ja nicht, ob ich euch trauen kann. Ihr könnt mir vertrauen, vielleicht kann ich helfen. Ich kann es mir im Moment nicht leisten, irgendwem zu trauen. Bitte lasst mich in Ruhe. Das ist natürlich auch gut, das mache ich mal. Sagt mir, was vor sich geht, oder ich spende genau. Alle eure Probleme. Aber für immer. Euch nicht aufzuregen. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist Ärger mit euch und Holden. Holden ist ein rachsüchtiges Aas. Das er hat also ein Kopfgeld auch. Auf mich ausgesetzt. Darum verstecke ich mich hier. Ich denke, ich treibe einfach das Kopfgeld ein, das auf euch ausgesetzt ist. Das bezweifle ich. Holden ist einer von Davigs Leuten. Wenn man für den örtlichen Unterweltboss arbeitet... Natürlich haben wir das im Hinterkopf, aber wir sagen es natürlich nicht so offen. Ich fürchte, das muss ich mit Holden alleine austragen. Aber wir wollen ja noch Sachen rausfinden. Vielleicht könnte ich ja für euch mit Holden sprechen. Ich denke, ihr könntet es versuchen. Normalerweise hängt er in der Kantina in der Unterstadt rum. Aber es dürfte nichts nützen. Holden ist es gewohnt, seinen Willen zu kriegen. Das ist einer der angenehmen Nebeneffekte, wenn man für Davig die Drecksarbeit erledigt. Wenn man für den örtlichen Unterweltboss arbeitet, lassen einem die Behörden schon mal was durchgehen. Aber trotzdem, danke für das Angebot. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt und viel gehen. Glück. Ich hoffe, ihr könnt Holden etwas Vernunft einbläuen. Dunkle Seite-Punkte erhalten. Ja, Leute, da haben wir schon. Die dunkle Seite der Macht ist mit uns. Ups, falscher Knopf, hier. Und da ist unsere Anzeige. Die ist noch nach unten ausbaufähig. Und hier haben wir jetzt eine neue Mission. Wir kriegen auch gleich, glaube ich, das Schnellreisesystem noch nahegebracht. Wenn wir hier, das ist ja wieder mein Freund. Ich finde die so geil. Zur Oberstadt. Dann gehen wir doch mal dahin. In die südliche Oberstadt. Und dort gibt es dann doch schon einiges zu tun. Da war ich schon. Aber ich glaube, viel weiter war ich auch noch gar nicht in dem Spiel.
So, neuer Tagebucheintrag. Das ist jetzt, glaube ich, das Schnellreisesystem hier. Das können wir jetzt eigentlich ganz schnell wegmachen. Kopfgeld. Ach so. Klar, das war ja das. So, hier zurück zum Versteck mit X. Jetzt kommen wir einfach zurück zum Versteck. Jetzt haben wir nochmal einen Ladebildschirm, aber ja. Hauptsache, der Tagebucheintrag ist weg. Weil da wird sich noch einiges füllen. So, neuer Tagebucheintrag. Ja, haben wir abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zurückreisen. Dann können wir nämlich genau zu dem Punkt zurückreisen, von dem wir dann ins Versteck gereist sind, quasi. So läuft das hier bei Knights of the Old Republic, Leute. Und bis es ein bisschen actionreicher wird, falls es das überhaupt wird, das weiß ich nämlich nicht genau, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, euch gefällt das aber auch so. Ach, guck mal da, Ersatzteil-Druide. Ach, die sind beschäftigt, die können gar nicht so schön machen. So, hier gibt es nämlich auch noch ein paar Nebenmissionen und so und einiges zu erkunden. Irgendetwas scheint Kraft zu belasten, rede mit ihm. Vielleicht verrät er dir ja, was ihn bedrückt. Och, wenn es sein muss. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich würde gerne mehr über euch wissen, Graf. Nun, ich war jahrelang einer der besten Piloten der Republik. Ich habe mehr als genug vom Krieg gesehen. Bevor das hier alles losging, kämpfte ich in den Mandalorianischen Kriegen. Aber trotz alledem, eine solche Schlechterei, wie diese Sith-Bestien sie hier angerichtet haben, habe ich noch nie erlebt. Nicht mal die Mandalorianer waren derart gefühllos. Meine Heimatwelt gehörte zu den ersten Planeten, die Malaks Flotte zum Opfer fielen. Die Sith bombardierten uns bis zur Aufgabe. Ach, ich bin so traurig. Die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Ihr redet, als wäre das eure Schuld gewesen, so als hättet ihr jemanden enttäuscht. Es war nicht mein Fehler. Ich tat, was ich konnte. Ich befolgte meine Befehle und tat meine Pflicht. Das kann ja wohl nicht heißen, ich hätte sie im Stich gelassen. Hab ich nicht. Sie? Die Leute aus eurer Heimatwelt? Nein. Nein, das habe ich nicht gemeint. Es tut mir leid. Ich rede wirres Zeug, nicht wahr? Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Okay. Wenn du willst. Da. Da haben wir wieder einen Tagebucheintrag. Graf, du hast herausgefunden, dass Kars Heimatwelt von den Sith angegriffen wurde, aber er wollte nicht darüber reden. Vielleicht sprichst du später mit ihm, wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast. Aha. Eine Frage der Erfahrung, Leute. Vielleicht töten wir ihn auch später. Frau? Ob diese republikanischen Raumkapseln die Bruchlandung in den Slums überstanden haben? Was, wenn nicht? Hier haben wir einen Laden. Keblas meine ich. Ausrüstungsparadies. Das sieht hier direkt aus wie ein Ausrüstungsparadies. Ach, ein Laden-Druide. Dieser Druide ist mit seinen zugewiesenen Pflichten beschäftigt und kann nicht mit dir sprechen. Ja. Sehr schön. Dann reden wir eben mal mit der Ladenbesitzerin. Seid gegrüßt. Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Erlaubt mir also, wie gesagt, am Anfang ist es viel reden. Ihr wollt euch ein paar was normal mein Shop ist. Mein Geschäft gehört zu den größten in aber der ich komme hier gar nicht zu Wort. Die beste Auswahl des Planeten. Was ihr auch braucht, wir führen es. Naja, das meiste zumindest. Bitte? Was meint ihr damit? Die Sith haben meine schweren Waffen konfisziert und meine Schiffe und Swoop-Bikes gleich dazu. Aber meine Auswahl kann sich immer noch sehen lassen. Was hat denn der für Zugungen? Zeigt mal, was ihr im Angebot habt. Alle Preise sind Endpreise. Kein Falschen. Wir sind ja hier nicht auf dem Bazar. Ich führe nur absolute Top-Produkte. Wunderbar.
Sicherheitssonde, schwerer Sonar Bonadan, Kampfanzug, Hui, Militäranzug, schwerer Kampfanzug, Kampfanzug, leichter Kampfpanzer, das ist der, den wir haben. Die Vipro-Klinge, Betäubungsstab, Langschwert, Kampfstab. Wach, hier gibt es ja richtig geile Waffen schon. Ein Vipro-Schwert. Ah, das hat jetzt aber meine Aufmerksamkeit erregt. Doppelklinge. Auch geil. Aber da muss man damit umgehen können, glaube ich auch. Ein SIS-Präzisionsgewehr und das kostet ein bisschen was. Meine Fresse. Tarnfeldgenerator. Das wäre natürlich auch was. Damit können wir uns auf jeden Fall mal noch ausrüsten, wenn wir die Kohle dafür haben. Da können wir uns nämlich unsichtbar machen, zeitweise. Können wir verkaufen für nichts, das ist natürlich auch blöd. Langschwert. Komm, die hauen wir weg und die Vipro-Klinge auch. Das Kurzschwert. Ach, gibt uns eh kein Geld. Oh, der hier gibt 400. Das ist eine schöne Sache. Ich kann den Ionenblaster verkaufen, aber den hat doch Karf ausgerüstet. Also, ich weiß jetzt hier nicht, ich sehe nicht die ausgerüsteten Dinge. Kann ich die dann verkaufen? Das kann doch normal nicht sein. Wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall mal den Tarngenerator hier. Tarnfeldgenerator. So. Dann hoffe ich schon mal, dass ich nicht meine Klinge hier verkauft habe. Nee, die habe ich noch. Ja, das ist auch der Vipro-Klingen-Prototyp, nicht die Vipro-Klinge. Die Vipro-Klinge ist da unten, nämlich. Dann kann ich doch nochmal. Oder kann ich seine Waffen verkaufen? Das kann er. Ach nein, Blastergewehr ist ja dem. Ach, ja. Okay, dann hätten wir können das Ding verkaufen. Klar. Aber egal, spielt jetzt keine Rolle. So, ach so. Wir haben ja noch den Tarnfeldgenerator hier. Dieses Gerät aktiviert den Tarnmodus. Dadurch wird ein Tarnfeld um den Benutzer herum erzeugt. Feindliche Einheiten sehen den Getarnten erst nach einem erfolgreichen Bewusstseinscheck gegen dessen Tarnfähigkeit. Um den Tarnmodus zu nutzen, muss der Benutzer Punkte in die Fähigkeit Tarnung investiert haben. Kampfhandlungen stören das Tarnfeld. Jo. Das geht auch, glaube ich, nur im Solo-Modus. Also, wo könnte man den aktivieren? Auf hier. Aber irgendwie ist der nicht da, ne? Habe ich den Mia jetzt gerade angezogen? Ja. Oder habe ich noch keine Punkte in. Das kann natürlich auch sein. Dass ich gar keine Punkte in Tarnung habe. So, hier ist ein Arschloch. Mit dem will ich gar nicht sprechen. Wir gehen mal in die Kantina. Und da werde ich dann auch für heute, denke ich, auch beenden, denn es ist schon recht spät. Und ja. So, ja, komm, hier beenden wir. Und dann geht's hier das nächste Mal weiter. Gerade mal den Arena-Monitor. Kann man da jetzt. Ah nein, geht nicht. Gut, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr stimmt noch bei Facebook ab. Denkt dran, unten in der Beschreibung ist der Link, ob wir das Spiel auf der dunklen Seite der Macht spielen sollen oder auf der hellen Seite. Das liegt in eurer Hand. Ihr habt die Macht. Ihr habt die Wahl. Möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal, euer Spooky. Darf Spooky.